Nitamine und waschen. Oh nee. Und warte. Nein, das Leben. Stell mir auch gerade so, wenn sich eine gerade die Klippen runterstürzt. Oh nein, das Leben. Oh, weißt du, ich bin ja noch am Überlegen, Jule. Hä? Huh? Ich wollte ja auch einerseits, wo du gestern mit Enslaved anfingst, da dachte ich auch, oh, da hättest du auch Bock drauf auf Netz. Chip und Monkey sind so toll. Aber 20 Euro bei Steam habe ich momentan nie übrig. Ich hab's für 14 Euro. Nee, für im 12. Sale? Nee, für Playser habe ich das bekommen. So. Für 12 Euro noch was oder so. So. Bei mir, wenn die bei Saturn. Bei Saturn? Mhm. Ja, irgendwann hole ich mir das auch mal. Möchte ich auch mal machen. Das ist ein super das Spiel. Ist halt toll. Ich habe gestern auch ein kleines Schnäppchen geschlagen bei Steam. Oh. Für 8,99 Euro habe ich mir die komplette Penumbra-Trilogie geholt. Sehr gut, sehr gut. Und hab ich jetzt auf meinem PC installiert. Kannst du die Spiele noch nicht? Also ich habe es nur einmal vom Hörensagen gehört, weil Daniel Veit die öfter bei Amnesia erwähnt hat, weil das halt ein guter, weil das der Vorgänger wohl war. Ich frage mich gerade, so, wo ich die geguckt habe. Ja, und jetzt habe ich den ersten Teil einfach mal bei Lord Langster angeguckt, weil der hat den auch gezockt. Und dann habe ich gesagt, guckst du das mal an? Und ich fand den sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ist es auch. Echt Spaß gemacht. Das sind echt schöne Spiele, ja. Und ja, jetzt gucke ich mir gerade die Episode 2 bei ihm an. Und dann habe ich geguckt, so, wie die so sind, wie teuer die sind. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt 3 Teile. Er hat irgendwie nur 2 gespielt, warum auch immer. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal die Trilogie. Ja. Ich habe ja auch noch Amnesia hier, das könnte ich auch irgendwann mal machen. Ich weiß halt nur, was passiert. Aber ich glaube, ich würde mich trotzdem erschrecken. Wobei ich jetzt zum Vergleich sagen muss, dass ich die Atmosphäre bei Penumbra noch ein bisschen düsterer und unheimlicher fand. Als bei Amnesia jetzt. Ja, also Amnesia ist nicht schlecht. Also ich finde es auch gut. Ja gut, das ist schon ein ziemlicher Unterschied von der Atmosphäre her. Das stimmt schon, ja. Ja. Wir sind jetzt übrigens bei den Great Eight. Ah. Also wir müssen die ganzen Bosse nochmal hintereinander besiegen. Ey. Mit einem Energie-Container. Ja, ich habe einen Energietank und 5 Leben. Wir bekommen nach jedem Boss eine große Energie zurück. Ah, okay. Und dann okay, ist das Spiel ist durch? Nee, da muss ich noch gegen Dr. Wily und noch gegen irgendeinen Boss kämpfen. Ach so, alles klar. Aha. Let the show begin. Das ist ja interessant. Das schaut mir mal genauer an. Und das auch. Okay, das hilft schon mal nicht. Das ist auch nicht so der Burner. Snake war auch nicht toll. Wo habe ich denn jetzt die Tevos? Da ist die Tevos. Tevos? Wo bist du denn, Tevos? Ja. Wehtorst. Ich meine, wir könnten eventuell, lieber Alex. Ja, lieber Dave. Falls du Lust hast, könnte man eventuell. Obwohl, das ist auch wieder. Dann hätte ich gesagt, wir könnten eventuell heute noch eine Runde Zelda aufnehmen. Ja, aber bitte nach Crash. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch konzentriert genug bin dafür. Ja, bei mir geht's aber auch so, weil ich möchte ja auch ganz gerne Crash konzentriert spielen. Ja, deswegen. Nur wenn ich dann danach dann noch Zelda spiele, weiß ich nicht. Dann hast du mich aber dabei und dann kriegen wir das schon hin. Ja, dann sind 2 unkonzentrierte Leute dabei und ich habe wieder 10 Parts, wo nichts passiert. Und dann schneidest du 8 davon raus. Ja. Das wird mir in Frontschweine noch oft genug passieren. Da brauche ich nicht auch noch bei Zelda. Auf Frontschweine, ich meine, gut, ich habe es schon mittlerweile über jeden Level meiner Taktik so vorprogrammiert, aber ja, ich halt nicht. Eigentlich, ich halt nicht. Weiß ich nicht, das ist ja nicht so ein Spiel, wo man groß festhängen kann. No. Okay. Gut. Du darfst nicht von dir auf andere schließen. Nein, doch. Okay, darf ich? Nein. Nein, aber weiß ich nicht. Ich kann das halt nicht so wie du. Also ich finde nicht, dass ich jetzt so der Übermächtige bei Frontschweine bin. Ja, hallo, finde ich schon. Wenn du dir das ich mal anguckst. Ich habe mich auch tierisch geärgert, dass ich zum Schluss einige Male gestorben bin. Und ja, dass ich gut, die beiden Orden nicht geholt habe. Zum Schluss, zum Schluss. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Folgen du davon schon geguckt hast. Von deinem? Ja. 2, der dritten muss ich noch. Ja. Und die ersten beiden Folgen fand ich sehr gut. Ja, die waren auch gut. Jo. Ja, die lebt.
Nee, aber ach, weiß ich nicht. Ich bin halt einfach kein guter Gamer. Es läuft immer wieder drauf hinaus, es ist so. Es macht doch nichts, man kann doch auch trotzdem am Zocken Spaß haben. Jo. Und da bin ich down. Da ist down. Da ist down, genau. Ja. Voll am Abmampfen. Könnten wir jetzt eine Tüte Knusper kaufen? Boah, nee, ich schenke mir noch mal ein bisschen Kaffee. Dann knusper ich das ganze Mikro voll. Oh ja. Oh ja, sagt sie. Das Lustige ist, sie sind ihre gegen die eigenen Waffen sind sie am verwundbarsten. Die Knusperkaugummi? Ich mach das anders, warte mal. Ach, Ficken, oh! Mann. Und das war nicht ich. Ich wollte gerade. Das war der Dave. Dave. Dave Dern TV. Vor allem, ich habe ja vorhin mit meiner Anlage ein bisschen ausgetestet, ob das klangmäßig alles wieder funktioniert. Und dann kam er wieder, der Chicks Terminator in Control. Das ist so geil. Hä? Nix, es ist wieder Scooter. So, ja, von HP Baxter wieder so ein Rhyme. Okay. Ja, die machen ja immer so doof Reime. Ja. Voll nicht. Das klang wie der Ententanz. Ich bin noch gar nicht da dran gekommen. Ich hab mich verschluckt. Geht's dir gut, Dave? Ich denke immer, da klingelt ein Telefon im Hintergrund. Von mir? Was? Ich höre immer so. Brrr. Nee. Doch? Ich weiß, dass das im Spiel ist. Aho. Oh, Gemini Man, lass mich in Ruhe. Gemini Man? Das ist knapp. Jawoll! Aber ich hab fast überhaupt keine Waffen mehr. That is the problem. Wie kriegt man die wieder aufgeladen? Gar nicht, ist unfair. Sterben. Oh, toll. Also Game Over gehen. Heißt das jetzt das Game übergehen oder über dem Game gehen? Was? Game Over gehen. Ach so. Ich stand jetzt. Eigentlich müsste es ja heißen, das Game übergehen, ne? Du bist hier der Deutsch-Fuzzi. Das ist aber nicht Deutsch. Das ist Englisch. Ja, hast du schon gemerkt, ne, Jule? Du bist hier der Eindeutscher. Ich bin ein Deutscher? Der also Eindeutscher. Zum Teil. Ich bin der Eindeutscher. Ich hab aber auch französische Vorfahren. Eben. Schön. Also ich bin nicht Bio-Deutsch. Was für ein Deutsch? Bio-Deutsch. Ach so, Bio-Deutsch. So, töte mich, Hartman, töte warum, mich. Warum? Nur weil ich nur noch nur Leben hab und keine Sachen mehr zum Angreifen. Ich hätte es doch einfach versucht. Nein. Da kriegst du ein Passwort. Ja, das ist das gleiche, was ich auch eben eingegeben hab. Oh nein. Ja, ich muss das heute durchspielen. Ja, hau rein, ne? Okay. Wo ist der Ring? Ja toll, was soll ich damit aufladen? Der ist platt. Nice! Gesundheit. Dankeschön. Verpiss dich! Verpiss mal nicht.
Da kann man nur prima Currywürste draus machen. Hat von euch zufällig einer eine Hantelbank abzugeben? Nicht so ganz. Schade, ne? Pumpen oder was? Ja. Ja. Ja, ich möchte ein bisschen Sport machen. Ist das so? Das ist so. Der Tim hat mir schon ein paar Seiten geschickt, der Coca-Cola. Gehst dann auch in die Massephase? Mit Übungen, ja. Bin ich ja schon, aber dann gehe ich noch mehr, in die Massephase. Dann bin ich ja auch in der Massephase. Ja. Ich bin schon cool. Auch in der Massephase, ja. Dann hole ich mir so eine schöne Hantelbank und mache dann schön zu Hause Übungen, gucke dabei ein paar Let's Plays und so. So wie der Alex auf dem Rad radelt. Nur ohne Fahrrad halt. Und ohne Radel. Radel, ja, ohne Radel auch. Rodeln vielleicht. Ja, hol dir einen Schlitten. so ein Apparat, der dir vorgaukelt, du würdest gerade einen Abhang runter. Schön. War gut, der ne? War nicht schlecht. Ja, der war hübsch. Man muss die auch ein bisschen langziehen können. Das ist die Kunst. Das kann ich nicht immer. Ja, das klappt nicht immer. Vor allem, das muss dann wirklich von Herzen das kommen. Wenn ich so einen künstlichen Rülpser hole, der wird nie so schön. Willst du jetzt unterstellen, dass meiner künstlich war? Nein, eben nicht. Ja, siehst du. Also, nee, aber was ich für einen Trick habe, also was ich so rausgefunden habe, wenn man die Luft anhält, bevor man rülpst, dann kann man den auch länger strecken und dann klingt der meistens auch noch tiefer. Ich mach das immer so, wenn ein natürlicher Rülps kommt, dann tue ich vorher nochmal Luft reinziehen und dann habe ich halt mehr Luft, die ich rausdrücken kann. Ja. Ja. Deswegen ist er dann auch länger. Ja. Solange du in die richtige Richtung drückst, ist ja alles in Ordnung. Sagt Dennis das auch manchmal? Was? Dann ist er auch länger. Wenn er Luft holt. Das ist ja interessant. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Dennis holt vorher auch nochmal Luft, dann ist er leer. Wir haben uns ja schon über einige Sachen unterhalten, aber das. Oh Gott. Naja, der war ein bisschen abgehackt. Manchmal ist er so, hacken die sich so ein bisschen ab. Mhm. Ja. Oh Mann, ich krieg das einfach nicht hin. Mal. Doch, Concentration. Jetzt hat jemand Schluck auf. Nö. Ja, Dave. Ich hatte schon sehr, sehr lange, muss ich sagen, noch kein Schluck auf mehr. Ich habe auch noch nie in einem. Da warte ich ja bis heute drauf, dass ich mal in einem Let's Play einen Schluck auf habe. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, auch nicht. Und das ist eigentlich, wenn man das überdenkt, wie oft ich Sachen aufgenommen habe, ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, 1700 irgendwas Videos, ich mache das jetzt seit 3,5 Jahren, ich hatte noch keinen Schluck auf in irgendeiner Aufnahme, ist das schon ein bisschen krass. Vielleicht bin ich einfach immer tiefenentspannt, ich weiß es nicht. Und da kommt kein Schluck auf. Ich glaube, ich hatte als Kind zuletzt mal einen Schluck auf. Das ist aber auch ganz schön hängen geblieben, das merkt man. Warm. Gleich ist er weg. Jo. Aber ich hab halt. Volle Energie wäre schon schön. Und ach komm, Luxusproblem jetzt hier. Du hast noch ein bisschen, hast du noch. Knapp unter der Hälfte. Hast du noch einen Tank? Nein. Boah. Jule! Nein! Wenn nicht gesprungen ist, der Wichser. Es ist nicht einfach, ne? Ja. Eigentlich hättest du sagen müssen nein, oder nicht? Nee, dann wär's ja nicht richtig. Wenn ich sage, der ist nicht einfach und sie sagt nein, dann ist er ja einfach. Es ist nicht einfach, nein, es ist nicht einfach. Ja, es ist nicht einfach. Ist es, warum denn kein Leben, Mann?
du bist ein Lebenmann. Lebenmann. Ja, der konnte das gar nicht mehr schmeißen, weil der schon tot war. Stand auf seinem Grabstein. Ein Diskuswerfer, ein gestorbener Diskuswerfer. Der konnte ihn nicht mehr schmeißen. Der konnte gar nicht mehr schmeißen, weil er schon tot war. Ich liebe sowas. Ah, wo war denn Magnet Man? War der hier? Der zweite war Magnum. Magnum Man. Tom Selleck in Control.